Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute live aus dem Auto oder immer noch live aus dem Auto. Wir sind gerade noch auf dem Weg zu einer Videoproduktion. Wir bauen heute auf. Morgen ist ein sehr langer Drehtag und da ist mir wieder eine richtig coole Story eingefallen, was Videografen falsch machen, wenn sie mit Kunden kommunizieren. Ist wieder eine echte Geschichte. Und zwar, wir hatten vor 2 Jahren oder 3 Jahren mittlerweile, hatten wir ein Gespräch mit Interessenten, die sind dann auch Kunden geworden und die haben von Anfang an klipp und klar gesagt, René, hör zu, ihr macht geile Arbeit, wir wollen das aber nur machen, wenn wir das anders machen wie in der Vergangenheit. So, und jetzt kommt der springende Punkt. In der Vergangenheit haben die rein theoretisch, Achtung, haben die rein theoretisch mit Dienstleistern gesprochen, mit Videografen und die Kommunikation war so, also die haben das halt so geschildert. Der Videograf hat gesagt, hey Jungs, das Video kostet so und so viel und lass uns dann und dann drehen. So, und das war's halt. Das war die ganze Kommunikation von dieser Zusammenarbeit. Also musst dir vorstellen, wie am Fließband wirst du halt einfach irgendwie abgefrühstückt und da war halt nichts irgendwie mit Emotionen oder da war nichts irgendwie, wo der Dienstleister auf die Künstler eingegangen ist. Es war eher so ein, gib mir dein Geld, ich drehe irgendwas für dich, dann und dann. So, und die haben mir halt gesagt, ey, wir wollen das nicht so, weil es ist einfach herzlos und kacke. So, und die, die gerade das Video schauen und schon mal mit uns zusammengearbeitet haben, wissen, wie viel Wert wir auf sowas legen und wissen auch, wie so eine Vorarbeit oder so eine Planung abläuft. So, und natürlich, die sind dann Kunden geworden und nach dem ganzen Papierkram, bevor, also zwischen Papierkram und Drehtag, zwischen dieser Spanne, wenn es meistens mehrere Wochen oder Monate sind, passiert Folgendes in der Regel, dass du als dann Kunde auf gut Deutsch an die Hand genommen wirst und bis zu der Videoproduktion geführt wirst. Weil du hast ja als Laie keine Ahnung, was alles gemacht werden muss, was für Aufgaben anstehen, was für Probleme eventuell kommen können. Wenn es halt um das Thema Planung und Organisation geht, weil du halt, ja, das ist nicht deine Aufgabe. Ich gehe ja an die Tankstelle auch nicht und hoffe, dass die Tankstelle funktioniert oder einwandfrei läuft oder dass dann nicht irgendwas kaputt ist. Das ist ja nicht meine Aufgabe. So, und dann haben wir halt so gesagt, die Interessenten, die Kunden so gesagt, dann an die Hand genommen, haben die durch alle Bereiche geführt, sage ich jetzt mal, die ganze Planung übernommen, wie gewohnt. Und am Ende vom Dreh, als das Produkt fertig war, wir das gezeigt haben, da waren die so sprachlos und haben gesagt, ey René, ganz ehrlich, sowas haben wir uns schon so lange gewünscht. Einfach jemand, der auf uns eingeht, jemand, der weiß, von was er spricht, jemand, der redet und es halt auch umsetzt. Und die haben im Nachgegangen direkt noch ein Video gebucht. Und das ist halt so ein Punkt oder so Geschichten höre ich halt leider sehr, sehr oft, dass Dienstleister einfach herzlos sind und sich keine Mühe geben. Und ich finde, das war ein wichtiger Punkt, den du als Videograf oder Dienstleister nie unterschätzen solltest. Natürlich gibt es auch Grenzen. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel erstmal stundenlang mit dir quatschen und am Ende sagen, ach hör zu, wir machen das doch woanders. So Arten von Menschen gibt es, das wirst du aber immer überall vom Business haben, wenn du die Leute nicht richtig vorqualifizierst. Und genau, das war so ein Tipp, mal so ein kleines Gimmick, was mir gerade bei der Fahrt eingefallen ist. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben. Wenn du ein Videograf bist oder vielleicht ein Künstler und ähnliche Situationen mal hattest oder Probleme, schreib das gerne mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Und verfolg uns weiter auf Instagram. Und wenn das Thema für dich interessant ist als Künstler und du noch kein Musikvideo hast und sagst, hey, die Jungs von Frame Media machen coole Arbeit, die quatschen nicht nur, die setzen mehr um als labern. Das machen ja auch sehr wenige in der Branche. Und ich hätte mal Bock, mit denen zu arbeiten, schon mal gucken, wie das ist, ob das wirklich stimmt, was der René da hier sülzt. Dann melde dich doch gerne mal unter www.frame-media.de. Und da bin ich mir sicher, wenn du hochmotiviert bist, die Sache ernst nimmst und bereit bist, eine Extrameile zu gehen, auch mal bereit bist, ja, richtig hart zu arbeiten für dein Endprodukt oder mit uns gemeinsam im Team hart zu arbeiten, dann würde ich mich freuen auf deine Meldung. In dem Sinne, hoffentlich bis bald und danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Mach's gut.